Willkommen im Clasher bei mir, dem Thorsten Rathotow, beim Clan Hexenkessel 8816. Ja, ihr habt es im Bildchen gesehen, der Albtraum oder überhaupt ein Albtraum jedes YouTubers oder jedes Streamers, den haben wir am Samstag ja gehabt. Also ich hatte hier Stromausfall, habe das dann ja wirklich ganz, ganz kurzfristig draußen einfach mit einem Livestream vom Handy aus der Dunkelheit. Es war wirklich, wirklich gruselig hier, denn hier waren in mehreren Dörfern war der Strom ausgefallen. Und wirklich alles tiefschwarz und so hier und da hat man noch mal eine Lampe gesehen. Also ein bisschen komisch war das Ganze dann geschaltet und vor allen Dingen das Ganze dann auch gleich zweimal an diesem Abend. Also ich hatte dann auch erst Sorge, Mensch, ist hier im Haus vielleicht was kaputt? Denn das ganze Drama begann eigentlich an dem Abend, als ich mich schon vorbereitet hatte. Ich hatte mich schon vorbereitet für den Stream, das heißt also, ich habe schon mal meinen PC angeworfen, habe die ganzen Programme gestartet, habe noch mal meine Songliste ein bisschen anders sortiert, so dass wir das, was wir eigentlich nie hören, nämlich das, was unten immer ist in meiner Liste, mal nach oben wandert, damit wir die Stücke auch mal hören, sonst müsste ich einen 24-Stunden-Stream drehen, damit wir auch mal wirklich mal in den Genuss der gesamten Musikleiste oder Musikstücke kommen. Und da fiel ja hier dann das erste Mal der Strom aus. Ich habe gedacht, ach hey, nee, ich habe wirklich an nichts gewackelt oder so. Habe dann so ein bisschen meine Steckdosen hier im Verdacht gehabt, denn ich hau hier dann ja auch immer knappe 500 Watt an Beleuchtung an. Aber die waren noch gar nicht an. Also ich hatte erst meine beiden großen Strahler angemacht. Die haben ca. 135 Watt, aber relativ weiches Licht für den Greenscreen und mehr war hier noch nicht an. Das heißt also, meinen ganz kleinen Fluter, den ich hier dann noch habe und meine anderen Lampen, die waren alle noch gar nicht an. Aber nichtsdestotrotz, ich konnte euch informieren und ich finde es natürlich wirklich super, dass wir den Stream dann nochmal gerettet haben. Eigentlich ja sogar zweimal gerettet haben und noch richtig viele Zuschauer hatten. Und ich hoffe, ihr hattet dann auch noch so ein bisschen Spaß bei dem, was wir gemacht haben. Ich habe ja gesagt, ich komme bei euch in die Clans und so ein bisschen ist mir das dann ja, es ist noch gelungen, aber es war jetzt nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Klar wusste ich vorher, oh, das wird sicherlich eine stressige Sache, denn ich muss dann ja doch schon extrem hin und her springen und dann noch ein bisschen auf Chat achten und auf ein paar Fragen reagieren etc. Das ist alles nicht so einfach, habe ich dann letztendlich auch hier am Rechner festgestellt und aber trotzdem haben wir dann ja noch zumindest das Ziel erreicht, nämlich dass der Avatar hier seinen King auf Level 30 ziehen kann. Ja, das haben wir in jedem Fall ja erreicht. Ich habe mich so weit durchgeschnurrt, dass ich ihn auf Level 30 habe ziehen können und was natürlich noch viel schicker ist, ja, er klopft sein Rathaus auch auf Level 10, das heißt also Rathaus Level 10 ist auch hier incoming. Ich kann noch ein, zwei Clankriege mit dem dann spielen, wenn der King fertig ist, also mit einem kompletten 30er Pärchen. Wo ich das dann mache, weiß ich noch nicht. Aber erstmal bin ich hier und hänge so ein bisschen bei der Sofa-Crew ab, denn ich habe ganz, ganz vergessen, euch etwas anderes zu zeigen. Das heißt, wir waren ja in dem Stream nicht ein einziges Mal auf dem Dorf hier. Also nicht auf dem Dorf, sondern in dem Clan hier bei den True Warriors. Denn wir hatten den letzten Clankrieg sowas von klasse gewonnen, kann man nicht anders sagen. Also hier haben wirklich wieder alle an einem Strick gezogen und vor allen Dingen hat der Joker super verteidigt hier am Ende. Und letztendlich ist uns das aber gelungen, weil ich glaube, die waren jetzt ja noch nicht so stark hier, die Gegner. Ah, es geht so. Okay, es geht so. Und hier haben wir allerdings einen richtig guten Angriff von einem RH8 auf dieses RH9-Dorf. Ja, das RH9-Dorf ist ja ein großes Dorf hier, gar keine Frage. Hier kommen 30 Truppen Clanburg raus und das ist dann an der Stelle wirklich nicht einfach für ein RH8, das Ganze erstmal hier abzufangen, aber schön mit zwei Gift hier gemacht. Und dann gucken wir mal, wie das hier weitergeht, denn es ist ja eher unüblich, dass jetzt ein RH8 auf den RH9 drei Sterne holt, aber so stark war das Dorf hier jetzt nicht.
Wir sehen das hier auch vom Flächenschaden her und kommt hier schön mit dem Mauerbrecher rein. Und ich glaube, die Mauerbrecher gehen auch noch, na, gehen sie weiter. Ah, schade. Schade, da sind sie leider doch in einer Riesenbombe gestorben. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm, denn dann ist die schon mal weg. Mit 21 Hocks jetzt hier im Gepäck geht das sicherlich hier gleich richtig rund in dieser Base. Denn der Golem geht jetzt schon mal ganz behändig hier Richtung Mitte und wird sicherlich gleich auch die, ah, da kommen sie schon, den ersten X-Bogen auf sich ziehen. Und sie kommt jetzt hier mit Masse ihrer Hocks rein. Also die ist wirklich eine geballte Horde hier. Aber schönes RH8, was hier auch bespielt wird. Und richtig lange vor allen Dingen mit den Heilzaubern auch gewartet. Aber ja, die Def ist jetzt wirklich nicht so super stark. Also gerade so die X-Bogen hier auf 1 und die Teslas, ich weiß gar nicht, da ist ein 3er Tesla, glaube ich. Und 2 Zweier waren das jetzt gerade, oder 3 Zweier, die ich jetzt gesehen habe. Ein bisschen kritisch natürlich hier in der Mitte mit King und Queen noch am Leben. Also da müssen sich die Schweinereiter jetzt richtig ranhalten. Das, oh, da ist noch eine Bombe. Ach, herrje, nee. Und kein Zauber mehr. Aber der, ich nenne ihn hier mal ganz gerne so, der Dicke ist noch dabei und hat auch noch richtig was hier im Gepäck. Da sind jetzt noch die, oh, noch eine Bombe. Ja, als RH8 musst du natürlich auch noch gegen eine Riesenbombe mehr antreten und noch gegen ein paar mehr fallen. Aber richtig guter Angriff hier. Ich denke, da könnt ihr mir zustimmen. RH8 auf RH9 hier mit 3 Sternen. Richtig schön gemacht hier mit dem King jetzt und auch, oh, jetzt müssen wir natürlich, oh, die müssen noch in die Mitte. Eieieiei. Die müssen jetzt noch in die Mitte. Dann mache ich das mal ein bisschen schneller, mal sehen. Aber es sind ja noch reichlich Truppen da und vor allen Dingen der King war jetzt noch zündbar. Jetzt sind richtig viele Truppen noch in der Base hier, machen das Rathaus noch und schaffen noch die Clanburg. Denn die hat ja noch mal richtig viele Heal Points, aber super gemacht hier. Jawohl. Toller Angriff von einem Rathaus 8. Hier oben ist uns gar nicht so viel angebrannt, glaube ich. Im RH9 Bereich war es eher einfach. Der Gegner hatte einfach mehr RH10er. Deswegen waren bei uns wieder RH9er eher unbeschäftigt, nachdem die Bases hier dann gedreiert sind. Ja, das ist dann auch immer leidig, wenn du siehst, dass der Gegner, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Gegner hatte 2 Zehner und wir keine. Wir hatten keinen Zehner diesmal dabei. Da ich ja auch nicht in diesem Clan zurzeit mit dem Thorsten bin. Dort bin ich ja in einem anderen Clan im Moment und spiele dort einen Clankrieg mit, denke ich mal. Mehr schaffe ich nicht. Dann steht ja schon fast wieder der nächste Stream an, nämlich der auf Rathaus 11. Ich denke, am Mittwoch wird es auch so sein. Und dann war es das aber auch erstmal mit den in der Woche Streams. Also das sind echte, echte Ausnahmen. Denn die Serie hier jetzt mit dem Thorsten auf Rathaus 11, das, ich sag mal, das halten wir mal einfach aufrecht. Aber mit den Mittwochstreamen, das kann ich nicht immer machen. Und der wird auch sicherlich nicht so lang werden wie die letzten Streams. Aber jetzt am Samstag habe ich dann ja doch ein bisschen noch übertrieben, nachdem ich ja 2 teile. Also ihr findet die Streams in meiner Playlist unter den Livestreams. Ich habe sie also dann ja auch am Sonntag später veröffentlicht. Und es sind halt 2 Teile geworden, weil der Stromausfall oder zwischen den beiden Stromausfällen waren ja doch ein paar Minuten mehr, sodass YouTube das nicht in einem Stück dann senden konnte, sondern musste daraus dann 2 Teile machen. Und das ist aber, glaube ich, an der Stelle nicht so schlimm. Und wer also nochmal Interesse hat, der kann sich das ganze Drama, ah, es war ja dann kein Drama, der Stream, denke ich mal, war in Ordnung. Ich habe mich zumindest dann am Ende doch noch gefreut, dass es noch was geworden ist. Und ich hatte nämlich schon echte Sorge, dass ich wirklich den Stream komplett ausfallen lassen muss, weil es dann ja doch irgendwann mit dem Anfang viel zu spät wurde. Und ich habe dann ja, ich glaube, bis 2 Uhr haben wir gestreamt. Und das war dann natürlich schon extrem. Es waren dann auch, glaube ich, 4 Stunden. Ich muss mal gucken, wie viel beide Videoteile denn zusammen sind. Aber ich habe gedacht, komm Toto, da machst du jetzt ein kleines bisschen länger. Dadurch, dass du hier die Ausfallzeiten hattest. Und dann haben wir unsere Ziele hier verfolgt und der Jody hat sein Ziel hier auch verfolgt, nämlich 3 Sterne, 8 auf Nummer 10. Ja, und last but not least hat hier nochmal richtig der Norman reingehauen. Zu dem Zeitpunkt, wo Norman diesen 3 Sterne hier gemacht hat, stand es 35 zu 35, glaube ich, für
für uns. Ich glaube, wir waren prozentual sowieso noch vorne. Aber der Gegner hatte auch noch einen RH-11er-Angriff. Den hat er allerdings dann verbummelt. Und wir hatten nach diesem Angriff sogar noch einen RH-11er-Angriff von Matze. Also von unserem Swash. Der hätte auch noch angreifen können. Hat er natürlich auch gemacht. Aber der Norman hat dem Gegner hier sicherlich, was hat er gesagt? Ich glaube, er hat gesagt, jetzt gucken die aber sicherlich mal erstmal dumm. Klar guckst du als Gegner dann dumm. Wenn du noch einen richtig krassen Dreier hier reingeballert kriegst, dann guckst du natürlich auch erstmal schlau. Und der Gegner war ja nun in der Pflicht, 2 Sterne zu machen. Und ihr habt das gesehen, beim Joker Chris ist die komplette Base aufgeblieben. Und der letzte Angriff vom Gegner ging dann auch richtig in die Dutten. Also, der war nochmal so, ich will nicht sagen richtig schwach für so ein starkes Elber, was da dann nochmal angegriffen hat, aber es war kein guter Angriff und der Matze konnte sich dann, also der Swash, ein bisschen zurücklehnen mit seinem Angriff, denn der CK war dann an der Stelle ja schon gelaufen und wenn du dann als letzter ganz entspannt in deinen letzten Angriff reingehen kannst, umso schöner, aber der Norman hat das hier richtig, richtig klasse gemacht und hat mich natürlich wieder gefreut und gerade mit so einer Kombi hier mit Masse an Truppen. Hier geht jetzt alles rein. Da sind noch ein paar Mauerbrecher mit dabei. Die machen in der Mitte sogar. Ah, schade. Haben sie nicht ganz geschafft. Aber jetzt kommt er hier schön mit den Sprung in den Core der Base hier, also in das Herz der Base, also schön in die Mitte rein. Hat jetzt nichts mehr im Backend, aber ihr seht das hier. Die Bowler geben natürlich hier jetzt der Mitte mal richtig den Rest. Und er hat jetzt noch einen Wut. Den haut er allerdings hier unten bei dem King mit drauf. Und dann gehen die restlichen Bowler nämlich nochmal so ein bisschen mit auf die Ecke in den Wutzauber rein. Und an der Stelle hier konnte man eigentlich schon sagen, ja, das sind 3 Sterne. Ne? Also Zeit war auch reichlich. Also es war überhaupt kein knapper Kampf hier, sondern der war richtig souverän. Und ihr seht das hier, wie so ein Elfer durch so eine 10er Base hier marschieren kann. Und hier mal eben ganz locker 3 Sterne holt. Also das war hier unser Endfight vom Norman zum 37-35. Schön gemacht hier. Richtig starker Clankrieg. Klar, es gab ja doppelte EP oder es gibt ja doppelte EP. Aber ich glaube, die Donnerwetter, Jesus, das sehe ich ja jetzt erst. Nein, es hat 36-35 gestanden und der Matze hat hier noch einen Stern geholt. Donner, Donner, Wetter. Das sehe ich jetzt erst, Leute. Ich bin ganz, ganz überrascht gerade. Folge wird um einen Angriff verlängert. Ah, richtig gut hier. Super. Okay, wie ist er hier vorgegangen? Gegen den Feger. Eieiei, okay. Der Feger steht aber relativ nahe hier am Rand und ist sicherlich jetzt von den Loons schnell erreichbar. Ja, die ersten erreichen ihn jetzt auch. Okay, und ihr seht das hier in der Mitte. Klonzauber. Jawohl, damit greift der Swash im Moment, glaube ich, auch stark in seiner Liga an. Mit dem Klonzauber dann in der Mitte, dem Warden, richtig schön spät gezündet. Holt er hier doch noch den 2. Stern aus dieser Base raus. Ach, ist das krass. Super gemacht, ich sehe es jetzt erst, Swash, tut mir leid. Und ich denke mal, der Angriff hier, meine Herren, leben da viele Drachen noch. Immer noch in der Aura vor allen Dingen. Des Wardens. Der Warden ist ja in dem Fall eine Unterstützungseinheit und macht dort den Schaden mit, ja, seinen kleinen Schaden mit, wo die Drachen drauf zielen und mit 80%, den King hat er ja auch nochmal extrem spät gesetzt hier. Und da sieht man das jetzt auch mal. Er muss ja jetzt die ganze Zeit vor allen Dingen auch gegen den Warden ankämpfen. Hier unten läuft die Queen auch noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Swash, was war denn da los? Die ganze Zeit gegen den Warden ankämpfen und ja, der gegen den Adler ankämpfen, Entschuldigung, nicht gegen den Warden. Und der Adler macht natürlich seinen vermehrten Schaden auf Golems und nicht unbedingt auf andere Truppen. Klar macht der Adler richtig, richtig Schaden auf andere Truppen. Aber man hat das gesehen, er musste die ganze Zeit jetzt gegen den Adler kämpfen und mit 80% hier super gemacht hier. Matze, Akaswash und schöner CK hier, denke ich mal. Also, wir haben ja am Samstag hier nichts von gesehen. Ich habe ihn gar nicht reingeschwenkt. War ja auch nicht meine Absicht. Und ich hoffe, der nächste Stream am Mittwoch bleibt ohne Stromausfall oder sonstiges. Also, die Behörden hier haben ja alles wieder geregelt. Und
Ich werde auf jeden Fall morgen nochmal doch vielleicht meine Leisten austauschen. Hier vielleicht hat ja doch eine Macke. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Flasht.